Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, ja, Bus Mechanic Simulator. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, wir sind nach wie vor hier unterwegs als Kfz-Mechaniker, Busmechaniker, Mechatroniker, wie man es auch immer nennen möchte, und haben einen neuen Auftrag. Der Bus fährt gerade eben rein und da werden wir jetzt erstmal eine Runde hier den Auftrag uns anschauen. Wir haben auch einiges freigeschaltet. Wir haben 1365 Punkte. Ne, wir haben jetzt auch den Lichttest freigeschaltet. Wir brauchen noch ein paar Punkte, um den Prüfstand freizuschalten für Bremsen und Stoßdämpfer. Abgastest haben wir auch schon. Im heutigen Auftrag kümmern wir uns einmal um einen Ölwechsel. Das werden wir machen. Dann der Bus zieht nach rechts. Das wird auf jeden Fall wieder irgendwas mit dem Druck zu tun haben, der Reifen. Und ein Ausfall der Einstiegsbeleuchtung ist gemeldet worden. Das müssen wir uns auch mal angucken. Ich weiß nicht, ob das auch zum Lichttest zählt. Werden wir einfach mal testen. Vielleicht zeigt er uns das ja an. Wollen wir mal gucken. Ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Und werden jetzt erstmal hier wieder so ein paar Gerätschaften aufnehmen. Hier mal Vierkantschlüssel. Und den nehmen wir die Radschirmer mit. So, dann werden wir einmal den Ölauffangbehälter. Ich glaube, das war Motorenöl, ne? Aber ich bin vergesslich geworden, ne? Ja, Motorenöl. So, das heißt, am Motor platzieren wir das Ganze. Zack. Müssen natürlich erstmal das Öl ablassen. Zack. Dann gehen wir dabei hin. Wir lösen dann jetzt gleich einfach mal hier die Schraube da oben. Ich glaube, da müssen wir hier drauf. Und da können wir hier das Betriebsmittel ablassen. Mittlerweile haben wir auch eine Anzeige dort. Ihr seht das schon. Ja, das heißt, warten wir einfach mal, bis das komplett abgelassen ist. Dann packen wir auch gleich wieder ein neues Motorenöl dran. Ja, dann gucken wir uns mal den Reifendruck an. Und werden hier auf jeden Fall... So, dann sind wir damit fertig. Wieder auf die Abstellposition setzen. Und werden dann jetzt hier das Licht erstmal wieder ausmachen, weil das brauchen wir erstmal nicht. Ah, nein, falscher Knopf. So rum. Und werden uns erstmal den Ölkanister schnappen. Nehmen wir den Vierkantschlüssel. Nämlich da müssen wir das Heck mit aufmachen. Dass wir auch an den Motor hinten drankommen. Ja, vielen Dank nochmal für die ganzen Däumchen und auch für die ganzen Kommentare. Klar, die Aufträge wiederholen sich. Manchmal. Ja, das berücksichtige ich natürlich auch. Ich gucke auch immer, dass ich mal ein bisschen vorspiele. Hier haben wir den Motorölpeilstab. Ne? Da ist soweit alles leer. Und jetzt müssen wir das Ganze wieder einfüllen. Was? Hier muss Motorenöl reingefüllt werden. Ach, das ist Heizöl, ne? Null. Falsche genommen. Okay. Ja, Bahnaufträge wiederholen sich natürlich immer. Da haben wir Motorenöl. Ich gucke aber auch immer, dass mal wieder neue Sachen mit dabei sind. Ich habe vorhin einen Auftrag gehabt, den hatten wir schon identisch. Deswegen habe ich den einfach mal durchgespielt. Und jetzt haben wir hier die Einstiegsleuchten. Das ist mal wieder ein bisschen was Neues. So, jetzt machen wir das Ganze mal wieder voll. Dann haben wir das auch wieder soweit ready. Frisches Öl hier für unseren Gelenkbus. Es macht immer noch Spaß hier, ne? Also man lernt auch immer wieder neue Sachen mit dazu. Ja, voll ist es. Da können wir den ganzen Schnullifax hier mal wieder zumachen. Wir können dann gleich einen Haken an diesen Auftrag machen. So. Dann brauchen wir einmal... Machen erstmal einen Haken dran hier. Ölwechsel durchführen. Haben wir gemacht. So. Rechte Seite war es, glaube ich, ne? Druckluftprüfer. Wir gucken noch mal kurz in den Auftrag rein. Der Bus zieht nach rechts. Bedeutet wahrscheinlich, wir haben nicht ausreichend Druck auf dem Kessel hier. Gucken wir mal. Ja, in der Tat, ne? Ihr seht schon. Ich werde aber alle Reifen kontrollieren, damit wir den passenden Bardruck haben. Ich glaube, 8,5 ist, glaube ich, der passende Druck für die Reifen. So. Haben wir das soweit schon mal ready. Dann fliegen wir hier mal rüber. Ich mach das immer hier. Ach, guck mal, da ist gar nichts drauf. Also manchmal frage ich mich, wie man überhaupt mit so einem Bus noch fahren kann, ne? Wenn er so nach rechts zieht. Klar, die Werkstatt ist natürlich dafür zuständig. Aber ich weiß gar nicht, wie ist denn das überhaupt geregelt? Wenn man jetzt mit einem Linienbus unterwegs ist, gibt es da vorab nochmal eine Überprüfung oder macht man da nochmal vor Fahrtantritt nochmal eine Überprüfung oder wird das ausschließlich in der Werkstatt gemacht? Oder wie läuft das ab? Wenn ihr euch da auskennt, schreibt es mal in die Kommentare rein. Das würde mich sehr freuen. Weil ich denke mal, der Fahrer hat da auch so eine Verantwortung. Ne? Klar, der meldet natürlich an die Werkstatt, dass das oder
das eine oder das andere nicht funktioniert oder irgendwas defekt ist. Aber eine gewisse Sorgfaltspflicht, beziehungsweise hier Reifendruck und sowas, wird das nur ausschließlich in der Werkstatt gemacht oder ist der Fahrer da auch in der Verantwortung, dass er sich darum vor Fahrtantritt kümmert? Ich denke mal, überprüfen muss er es, ne, aufgrund der Sicherheit. Aber da würde mich auch mal eure Meinung interessieren, wie das denn da genau geregelt ist. So, jetzt haben wir hier auch genug Druck drauf. Jetzt gehen wir nochmal auf die andere Seite. So, werden jetzt hier den Druck auch nochmal überprüfen. Da ist auch ein bisschen zu wenig drauf. Wenn, dann machen wir es einmal richtig und überprüfen alles hier. Mache auch gleich unten nochmal kurz eine Sichtprüfung. Aber ich glaube, bei dem Auftrag müsste das dem Reifendruck auf jeden Fall das sein, was das Links- und Rechtsziehen auf jeden Fall verursacht hat. Wir machen aber gleich nochmal eine Sichtprüfung. Da noch das andere Ventil. Da ist ja nichts drauf hier. Aber ich denke mal, das sollte dann damit auf jeden Fall soweit ready sein. So, dann haben wir das soweit hier überprüft. Da können wir das Ganze mal wieder wegpacken. Wie gesagt, hier die weitere Freischaltung, hier den Bremsen- und Stoßdämpfertest. Das werden wir auch noch freischalten. Ich denke mal zur nächsten Folge, dass wir das machen. Und dann können wir das auf jeden Fall schon mal abschließen. Fahrrad und Ausfall der Einstiegsbeleuchtung. Mich würde mal interessieren, es gibt ja Lichttest, ob er das auch überprüft. Das würde mich jetzt mal interessieren. So, wir packen den mal auf den Prüfstand. Und was auch cool wäre, ist, wenn man mehrere Aufträge annehmen könnte, ne? Ich weiß gar nicht, ob die Option überhaupt besteht. So, jetzt wird er einmal rübergefahren. Dann müssen wir gleich rüberlaufen. Und dann werden wir den Test da mal machen, den Lichttest. Mal gucken, ob er dann irgendwas auswirft. Da müssen wir natürlich gleich wieder rüberlaufen. Können wir Abgas eigentlich auch mal testen, ne? Machen wir einfach das volle Programm hier. So. Da müssen wir einmal rüberlaufen hier. Das machen wir jetzt mal eben fix. So. Müssen wir einmal hier vorne durch die Tür. Zack. Mahlzeit. So, da steht er drin, ne? Auf jeden Fall auch nicht schlecht. So. Machen wir erstmal einen Abgastest. Ach, guck mal, das ist ja cool. Ah, da wird natürlich hinten aufgemacht, ne? Mal gucken, ob das soweit alles okay ist. Ach, guck mal, es drehen sich die Reifen damit. Das ist ja cool. Ist klar, ne? Weil er gibt ja Gas. Mal gucken, was die Richtlinien dort sagen, was das Prüfergebnis aussagt. War jetzt natürlich nicht im Auftrag mit drin. Aber ich will das einfach mal testen. Nö, keine Prüfdaten vor. Alles tiptop 1A. Okay, dann machen wir jetzt nochmal den Lichttest. Ich weiß nicht, ob die Einstiegsleuchten auch mit dazu zählen. Ob er das vielleicht auswirft, müssen wir mal gucken. Aber er hatte geschrieben, das würde man dadurch auch auf jeden Fall erkennen, wenn irgendwas kaputt ist. Da. LED-Einstiegsleuchte. Und zwei Stück sind defekt. Okay, das kann man auf jeden Fall mit dem Lichttest machen. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz cool. Bedeutet, wir können den Bus, können wir den jetzt hier auch reparieren? Ich glaube hier auch, ne? Können wir denn auch da reingehen, jetzt hier in dem Auftrag? Die Einstiegsleuchten. Das müsste, glaube ich, hier oben sein, ne? Wir machen den mal auf. Aber nein, das wollten wir nicht aufmachen. Nur den Bus öffnen. So, die Einstiegsleuchten. Die hier wahrscheinlich. Die LEDs sind kaputt, ne? Das war ja das Prüfergebnis. Aber die Frage ist jetzt, welche sind kaputt? Das stand jetzt nicht mit dabei, ne? So, gehen wir mal auf Demontage. Da müssen wir wahrscheinlich die Ratsche auswählen. Geh mal hier in den erweiterten Modus. Ach, können wir hier gar nicht. Ach so, okay. Da müssen wir doch wieder rüberfahren. Ach, machen wir erstmal wieder zu hier. Müssen wir doch wieder in den Werkstattbereich rüberfahren. Naja, gut. Dann machen wir das halt drüben.
auf in die Werkstatthalle. Man kann natürlich die ganzen Animationen hier auch abschalten. Das mache ich meistens mal zwischen den Folgen, wenn ich dann mal ein bisschen was ausprobiere oder mir auch mal ein paar neue Sachen anschaue. Oder halt Aufträge, die wir schon ja, häufiger hatten, einfach mal dann durchspielen. Ne? So. Dann ist der wieder da drüben, dann können wir da mal hinfahren. Und werden da nochmal gucken. Auf jeden Fall waren die LEDs kaputt, ne? So, jetzt laufen wir mal wieder rüber hier. Ratscha haben wir schon ausgerüstet. Ja, machen wir auf hier. Und dann schauen wir da mal rein, ne? Zack. So, springen wir mal rein. Da haben wir es. Die Einstiegsleuchten. Ich gehe mal in diese erweiterte Navigation wieder. So, die müssen wir einmal hier rausmachen. Zack. Was haben wir jetzt kaputt? Mal kurz gucken. Inventar. Ach, guck mal hier. LED-Deckenbeleuchtung. Die ist auf jeden Fall kaputt. Hier haben wir noch andere kaputte Sachen. Die müssen wir auch nochmal loswerden. Also die war auf jeden Fall kaputt. Die können wir dann mal jetzt hier mit auf die Ersatz... Ah, nee, warte mal. Das ging anders. Auf jeden Fall brauchen wir zwei Stück, ne? Die ist auf jeden Fall defekt. Gehen wir mal wieder in die normale Ansicht. Müssen wahrscheinlich jetzt einfach hier nur überprüfen. Die war soweit okay. Die sieht auch gut aus. Ja, die ist auch defekt. Minus. Ah, finde ich cool. Cool, dass man das mit dem Lichttest dann hier machen kann, ne? So. War auch defekt. Die andere überprüfen wir auch nochmal eben fix. Weil es gibt ja hier noch eine andere Tür. Ne, die ist soweit ready. So, da gehen wir mal ins Lager. Und hier geht schon mal in den Montagemodus. So, das Ganze finden wir unter A10. Okay. Zack. Können wir wieder rausnehmen. Ich entsorge mal die anderen Sachen schon. So. Das haben wir auch. Sehr gut. Dann gehen wir mal wieder in unser Ersatzteillager hier. A10, das war ja hier vorne, ne? Genau. So, ja. Da haben wir sie. 1, 2. Ja, dann machen wir die wieder fertig. So. Dann wird das Ganze hier wieder montiert. Ne, die Einstiegsleuchten werden dann hier auf jeden Fall wieder rangeschraubt. Wir gehen mal wieder in die erweiterte Variante hier. War cool, dass man das mit dem Lichttest auf jeden Fall soweit testen kann. Das war die hintere hier, ne? Die war das, ne? Genau. So. Schrauben wir das Ganze mal wieder fest hier. Ja, dann sind wir auch schon ready, ne? Manche Aufträge gehen schnell, manche dauern länger. Das ist einfach halt mal so. Klar, Reifenwechsel und sowas dauert auf jeden Fall viel, viel länger. Dann können wir das hier mal wieder zumachen. So. Ja, haben wir den Auftrag abgeschlossen, ne? Sehr cool. Würde ich sagen, dass wir vielleicht noch einen zweiten Auftrag machen. Fertig abmelden. So. Und vielleicht jetzt auch ausreichend Punkte haben, damit wir noch die neue Freischaltung machen können. Mal gucken, was wir jetzt noch haben. Es ist schon ein bisschen wenig, ne? So. Schauen wir mal. Ja, guck mal, aber auf jeden Fall 1790 Punkte. Ja, haben wir schon richtig viel. Das heißt, den Auftrag können wir abschließen. Und da kommt der... Ach, guck mal, Sitzschalenwechsel. Ich glaube, das machen wir erst in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ja, Abblendlicht ist defekt. Vorderachse muss gewechselt werden. Und eine Sitzschale muss gewechselt werden. Typ schmal. Okay. Ich würde sagen, ich nehme den Auftrag schon mal an. Und in der nächsten Folge gucken wir uns das dann an, wie wir mal eine Sitzschale
auswechselt, werden dann auf jeden Fall noch was freischalten. Und ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, Leute. Der Bus fährt jetzt gerade noch rein. Ich hole mir noch fix einen Kaffee. Dann geht's dann auch los und sage mal bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.